wunderbar. Ich höre mich jedenfalls selber. Mir ist höllenheiß, deswegen rede ich auch nur eine halbe Stunde. Mein Name ist Antje Grothier, ich bin die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft. Und ich darf zu unterschiedlichsten Anlässen reden, normalerweise zu Eröffnungen und zu 100. Geburtstagen. Also wenn hier demnächst jemand 100 wird, dann komme ich vielleicht vorbei. Beerdigungen sind eher kein Fall für Reden für die Bürgerschaftspräsidentin. Aber diese ist eine und ich rede hier sogar sehr gerne. Warum? Lieber als auf anderen Beerdigungen. Erstens ist die Musik erheblich besser. Zweitens ist das Bier, was ausgeschenkt wird, mindestens um diese Uhrzeit auch besser als der klassische Beerdigungsbutterkuchen. Und drittens betrauern wir heute nicht nur das Ende des Freimarktes, sondern wir können gemeinsam auf unglaublich tolle Zeiten zurückblicken, an die wir uns noch ganz lange erinnern werden, glaube ich. Doch die schönen Erinnerungen kommen natürlich nicht von allein, sondern die kommen durch die vielen Leute, die sich Gedanken darum machen und die mitarbeiten, damit der Freimarkt so toll ist, wie er ist. Und deswegen komme ich zu dem, was man normalerweise auf Beerdigungen auch nicht macht, Danksagung. Also der Tote oder die Tote kann nicht mehr Danke sagen und die anderen schreiben auch hinterher eher Dankeskarten, als dann auf der Beerdigung Danke zu sagen. Ich möchte jetzt aber Danke sagen und zwar für alle die und an alle die, die man sonst gar nicht so sieht. Diejenigen, die dafür sorgen, dass der Müll weggeräumt wird, diejenigen, die dafür sorgen, dass wir uns hier sicher bewegen können und die, die sich um uns kümmern, wenn es mal nicht so gut geht. Also die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die für die Sanitätsdienste zuständig sind. Naja, und manchmal... Und manchmal brauchen wir auch ein bisschen Hilfe nach Butterkuchen und Bier und Fahrgeschäft. Sie wissen, wovon ich rede. Die Kombination ist oft nicht ganz so gut. Also meine letzte Erfahrung war Achterbahn mit meinen Kindern. Ich hatte die Fresstour schon hinter mir und mein Mann stieg aus und sagte, ach nee, er möchte doch nicht mit der zweiten Tochter Achterbahn fahren. Also musste ich ein zweites Mal. Das war schon ganz schön hart. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich auch bei den Schaustellerinnen und Schaustellern. Sie haben das überhaupt möglich gemacht. Sie haben jede Hürde genommen, ob den Herbststurm ganz zu Anfang, ob die Pandemie, der Freimarkt ist unverwüstlich und wir alle kommen immer gerne, weil wir wissen, die Schaustellerinnen und Schausteller sind hier. Und ich bin gebeten worden, einen Sonderpreis heute zu vergeben. Also dafür gibt's nichts, dafür gibt's hoffentlich einen Lacher. Der Sonderpreis geht nämlich an das liebste Fahrgeschäft unseres Innensenators. Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ist ein ganz großes Fahrzeug, kommt mit bunten Lichtern, hat einen Schwenk ab und schwupps ist Ihr Auto weg. Ja, der kommt gerne und wir freuen uns dann, weil ins Stadtsäckel ein paar Einnahmen kommen. So, und bevor ich jetzt zum offiziellen Beerdigungsakt komme, möchte ich einmal sagen, dass hier 95 Jahre auf der Bühne stehen. Nein, das ist nicht das Alter der Herren hier neben mir, sondern ich habe gelernt, dass Mario Schmidt, wer ist Mario Schmidt, seit 33 Jahren hier auf dem Freimarkt arbeitet und die Freimarktsbeerdigung macht. Tobias Landwehr, auch seit 33 Jahren. Rainer Hendricks, seit 27 Jahren und André Nitsch seit 2 Jahren. Ein ganz, 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 ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie das so toll machen. Vielen Dank. Sie haben alle gesehen, der Sarg wurde immer schwerer. Nicht nur, weil wir zwischendurch alle was trinken mussten, sondern weil es auch so wahnsinnig geregnet hat. Wir beerdigen heute den 988. Freimarkt. Aber dank der krisenerprobten Schaustellerinnen und Schausteller wird das sicher nicht der letzte gewesen sein. Ich hoffe, ich erlebe noch den 1000. Vielleicht nicht in dieser Funktion. Das wird ja auf dem anderen Rummel entschieden. Weiß ich noch nicht. Aber jedenfalls die nächsten 3 Jahre will ich noch dabei sein. Und jetzt will ich Ihnen gerne noch sagen, was mir an dieser Beerdigung am besten gefällt. Wir gehen nicht traurig auseinander, sondern fröhlich und mit einem Lied auf den Lippen. Wir feiern 17 Tage tollen Freimarkt, 17 Tage Vergnügen, 17 Tage Freude, 17 Tage auch mal hinter uns lassen, was sonst so in der Welt los ist.
und wir freuen uns gemeinsam auf ein Wiedersehen. Darum nutzen wir jetzt die letzte Chance, bevor wir ein Jahr warten müssen für ein letztes Ischer Freimark. Ischer Freimark. Ischer Freimark. Vielen herzlichen Dank. Thank you.